Skoda bringt mit dem Octavia RS die geschärfte Version des Kompaktmodells auf den Frankfurter Messestand. Und der Tscheche hat es in sich. Denn laut Skoda ist der neue RS der schnellste Octavia aller Zeiten. Das bedeutet, der spurt auf 100 in 6,8 Sekunden, 248 km/h Spitze. Das sind immerhin 6 km/h mehr als beim Vorgänger. Der Verbrauch hingegen soll um bis zu 19% sinken. Verantwortlich für diese Werte ist ein 2 Liter TSI mit 220 PS. Alternativ gibt es den RS auch mit einem 184 PS starken Diesel. Der 2 Liter TDI schafft den Spurt in respektablen 8,1 Sekunden. Schluss ist bei Tempo 232. Beide Modelle gibt es sowohl mit einem manuellen Sechsgang oder einem DSG-Getriebe. Und auch äußerlich gibt sich der Octavia als RS zu erkennen. Um 12 mm tiefer gelegt, eine modifizierte Schürze, vergitterte Lufteinlässe, ein RS-Logo im Kühlergrill. Am Heck des Tschechen deuten ein schwarzer Diffusor, verchromte Endrohre und ein kleiner Dachspoiler am Kofferraumdeckel auf das Extra an Sportlichkeit hin.